Hey Leute, ich bin André und willkommen zu einem neuen Video von dem Terraria Journey Mod Playthrough. Ja, wir haben erstmal 400 Leben und dieses Gebiet ist massiv. Ich habe hier mal nachgeguckt, was endlich da drin ist. Und ich habe das hier gefunden. Sehr interessant. Glühende Mushrooms. Und dieses Biom sieht sick aus. Und diese Waffe habe ich gefunden. Die kann man schlagen und bang! Ist ein Material, wir gucken gleich echt gerne, ich gucke gleich echt gerne mal nach, was man damit machen kann. Und sehr interessant, dass das aussieht wie eine Kuppel. Und da unten ist noch mehr. Da unten ist noch mehr. Wie viele brauchen wir? 100. Okay, die haben wir ja gleich zusammen. Oh, und hier unten geht es auch noch lang. Da bombe ich mich aber durch. Boom, 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 boom. Hat genau gepasst. Wow. Was ist das? Das sieht voll cool aus. Alles hier. Mushroom Head? Oh, cool. Kann ich jetzt zum Toad werden? Kann ich jetzt zu einem Toad werden, oder was? Mal gucken. Mushroom Head. Bin ich jetzt ein fucking Toad? Hua, hua! Toad! übrigens, der Fr hier, der Handelsreisende war und ich habe mir Bedez die Bedazzled Necklace geholt. Und damit habe ich jetzt einen kleinen Freund, der mir folgt. Kleinen Schmetterling-Freund. Rubinbaum. Und ich habe immer noch keine Spuren gefunden zu den Goblin Tinkerer. Das nervt sehr. Weil ich einfach nicht weiß, wo der ist. Und ich habe Titantränke übrigens gefunden. Sehr cool. Titantränke erhöhen den Rückstoß gegen Sachen. Und ja. Jetzt mal eben schnell gucken, ob hier der Goblin Tinkerer ist. Oh, hier leckt's. Den zu finden ist so nervig, weil der kann überall sein. Im Untergrund. Aber halt, man sieht ihn kaum. Ach ja, Terraria ist immer wieder eine neue Überraschung. Aber ist ja auch nichts Neues. Hier ist auf jeden Fall nichts. Leider. Ich guck mal, ob hier unten mehr zu sehen ist. Aber ich glaube nicht. Aber wenn wir den hier unten jetzt finden, das wäre perfekt. Weil wir können uns schon die besten Stiefel im Spiel machen. Aber das Spiel denkt sich, nö, komm, such erstmal weiter. Also, ich meine, was beschwere ich mich? Jeder muss das machen irgendwann mal. Das Obsidian. Da ist ein Lebenskristall. Wir haben übrigens 5 Lebenskristalle, das heißt, uns fehlen nur noch 5. Und dann können wir auch die schon komplett researchen. Und hier in dem Gebiet sind sehr viele Lebenskristalle. Möchte ich nur mal anmerken. Allein hier sind jetzt schon 2 gewesen. Ich find's so lustig, ich bin einfach tot. Wah, wah! Wo könnte der sein? Echt jetzt? Das ist doch nicht wahr. Ich wusste, das ist eine Falle. Allein weil da oben 2 Boulder waren. Diese Falle hatte ich übrigens gerade 2-mal. Oder so. Oh. Ja, das ist eine Falle. Das ist, was ich eine Falle nenne. Oh, ist das gemein. Hoho, delightfully Ich bin gespannt, wie hier die Oh ja, ich sehe es. Wow, sogar 3 Stück. Also, da möchte jemand wirklich schon jemanden den Tod wünschen. Ich guck mal rein. Na,
Oh, da ist eine Falle, die mich wahrscheinlich umbringen kann. Guck ich mal rein. Oh, guess I'll die. Das kommt natürlich weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Okay, sehr cool. Wir haben einen Extraktinator. Extraktinator. Und gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir hier noch mehr. Ach komm schon. Wir müssen den doch finden irgendwann. Da ist ein Lebenskristall, ist aber jetzt egal. Rückruftränke, okay. Bergbautränke. Wir müssen halt auch alle Tränke erforschen. Damit wir... Oh, hier könnte der vielleicht sein. Ich finde das super, wenn er hier ist. Aber ich glaube nicht. Und da sind Bomben. Okay. Ohne Witz. Seitdem ich das erste Mal da gestorben bin, halte ich immer ein bisschen Abstand oder guck genauer hin von den Truhen. Und hier ist er nicht. Oh, ein Pilzbiom. Und Bogenschützentränke. Sand kann ich ja wegwerfen, brauche ich ja nicht. Oh, Titantränke. Boah, wir haben jetzt schon 4 Stück. Und wir brauchen 20, um unendlich davon zu bekommen. Ja, das sollte, glaube ich, locker flockig von der Hand gehen. Wir müssen einfach nur entweder craften oder halt finden. Wie viele Pilze sind hier? Also, ich wusste, dass das Biom groß sei. Aber so groß, mein Gott. Das ist krank. Hier sind einfach voll viele Lebenskristalle auf dem Boden. Ey, wenn es da unten weitergeht. Ey, wenn es da unten weitergeht. Das wäre echt übel. Ne, da unten ist auch schon die Hölle. Aber da können wir ja trotzdem mal rein. Und wieso zur Hölle wurde jetzt der Lebenskristall abgebaut? Liegt das an meiner hohen Reichweite? Egal, ich werf jetzt Bomben. Keine Lust mehr. Echt jetzt. Wenn wir diesen scheiß Goblin nicht finden, dann wäre das echt eine Katastrophe. Weil wir könnten so viele... Oh, ein Unsichtbarkeitstrank. Wow. Wow. No show. Oh Gott. Okay. Oh. Oh, no, 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 no. Da bomben wir uns jetzt hin. Okay, das normale Theme spielt. Aber schaut euch den Hintergrund mal an, diese Lavaseen. Boy. Da muss ich jetzt durchspringen. Oh, ich dachte, die würde einen Schaden machen. Wir haben einen Schattenschlüssel. Können wir das auch direkt researchen? Ja. Okay, ein Inferno-Trank. Ball O' Hurt. Sonnenzorn. Der macht 70 Schaden. Wow. Das ist stark. Oh. Ja, hier ist das alles natürlich gewachsen. Macht irgendwie Sinn. Oh, das kann man mit allen machen. Und das macht so viel Schaden. Wow. Also Leute, ich suche den mal. Wir sehen uns gleich.
Hey Leute, da bin ich wieder und nach wirklich 2,5 Stunden Suchen und so viel Map Exploring, auch der ganze Dungeon hier unten, sehr viel hier unten, auch sehr viel, konnte ich nicht diesen verschissenen Goblin Tinkerer finden. Weswegen das jetzt egal ist und wir gehen einfach zum Corruption und besiegen dort den Weltenfresser. Und ohne Witz, ich habe so lange danach gesucht. Ich konnte es nicht finden und es wird auch langsam Zeit, das einfach zu lassen und weiterzumachen, weil wenn wir jetzt durchgehend nur danach suchen, wird es nicht viel. Und ich benutze die Scarab-Bomben. Falls ihr die Scarab-Bomben nicht kennt, ich platziere sie und je nachdem, in welche Richtung ich schaue, explodiert es. Wir haben auch sehr viele Sachen neu. Also ich habe hier zum Beispiel die Dune Rider Schuhe lassen mich schneller laufen wie die normalen Hermes Boots. Aber das Besondere an denen ist, ich laufe viel schneller, wenn ich auf Sand bin. Sehr besonders also. Und jetzt mal schauen, ob wir hier auch ordentlich durchkommen. Wie ihr seht, ich habe überall auch sehr viele Fackeln hin platziert. Ich habe ungefähr 2000 Fackeln platziert. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich habe sehr lange geguckt, nicht gefunden. Und du hörst das Echo vom Schrein. Okay. Good for you then. Hier unten muss ich auch hin. Und ich werde... Oh, schon nach zwei ist das so. Okay. Ich glaube, ich lasse das mal so. Und ja, das ist OP. Ich muss nichts machen. Der rennt jetzt einfach in mich rein und ich mache ihn kalt. Ich hoffe, ich bekomme genug Schuppen, um die zu behalten. Zu behalten, was glaube ich. Oh. Well, das ging schnell. Und somit haben wir auch den nächsten Boss durch. Ha, das ging besser, als ich erwartet habe. Also klar, ich bin sehr stark, aber ich werde jetzt mal die Shadow Scales reinpacken und hole mir die hier mal wieder. Oh, Platin können wir uns hier machen. Ich hole auch mal hoffenweise ein Erz. Und können wir irgendwas Neues mit denen machen? Noch nicht, aber haben wir schon Knochen erforscht? Sind die unter Waffenknochen? Consumables? Nein. A Material. Haben wir schon Knochen erforscht? Das sollte ja hier unter Consumables sein eigentlich. Nein, okay. Dann machen wir uns nochmal diese Schattenrüstung jetzt. Und währenddessen hole ich mal diese Rüstung zurück. Denn... Dann haben wir das heilige Trio der OP'en Rüstung. Nevermind, ich brauche noch mehr Erz. Barren meinte ich. Was haben wir denn noch nicht? Also, erstmal halt Helmteil und so. Dazu hole ich dann noch die Spitzhacke. Dann haben wir das schon mal fertig. Die Axt brauchen wir dann auch nicht mehr. Hammer brauchen wir dann auch nicht mehr. Ich werfe auch mal hoffenweise weg vieles, was wir halt wirklich einfach nicht mehr brauchen. Und ich habe schon sehr viel erforscht. Dann hole ich dazu auch noch die Bienenrüstung. Und wir haben alle drei Hauptrüstungen durch. Cool. Ihr hört Bewegungstempo. Bewegungstempo ist immer gut. Haben wir das Malaise schon? Ja, das haben wir schon benutzt. Ja, Toad behalten wir mal dran und können wir eigentlich schon Zeit einfach Savardo überspringen wir mal und währenddessen gehe ich mal nach den Meteoriten suchen, weil dann machen wir uns haufenweise Dynamit. Wir brauchen 99 klebriges Dynamit, aber da wir Glibber haben, wir Glibber erforscht haben, können wir uns das machen, haufenweise Dynamit.
ein Meteorit ist gelandet. Perfekt. Dann brauchen wir das hier auch nicht mehr. Können normal. Holen uns dann klebriges Dynamit, sehr viel. Erforschen das. Und wir können unendlich klebriges Dynamit haben. Jetzt müssen wir nur noch den Meteorit finden und den ordentlich zeigen, wer der Boss ist. Dann sind wir gut dran. Dann können wir eigentlich sogar schon die Fleischwand besiegen. Was mich sehr freut. Denn die Fleischwand ist scheiße. Oh, Sternschnuppenball. Das gefällt mir. Platinerz haben wir schon entdeckt. Wow, wieso ist das? Achso, das sind übrigens Wüstenfackeln. Ich guck mal, ob das hier unten reingefallen ist, weil manchmal sind die wirklich an echt beschissenen Orten. Und dass ich diesen miesen Goblin-Tinkerer nicht finden konnte, nervt mich auch sehr. Weil der ist halt so wichtig. Wir könnten uns jetzt halt schon diese Schuhe upgraden zu den Frost Spark Boots. Die besten, die es gibt. In 1.3 zumindest. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ob es da noch bessere Schuhe gibt oder nicht. Aber das werden wir dann herausfinden, wenn wir die machen können. Oder ich gehe einfach gleich auf eine andere Welt und hole mir von dort aus die Sachen, wenn das nicht klappt. Mal schauen. Also natürlich ist ein bisschen komisch, weil wir haben den noch nicht gefunden und dann haben wir schon die Sachen. Aber es dauert halt wirklich so lange. Und komm, wenn wir den Meteoriten jetzt nicht instant finden, es kann ja nur in eine dieser Richtungen sein. Wieso kriegen wir so viele Sterne? Wieso wurde die Droprate davon erhöht? Das wäre echt mies, weil es sind so viele. Mit der Star Cannon könnten... die Star Cannon ist jetzt OP, die man mit Meteorit auch machen kann. Wir können Meteorit erforschen. Wir können unendlich Meteorit haben. Ist das hier unten? Wie weit geht das hier nach unten? Damn. Hier sind nicht mal so viele Perlen, dass es sich lohnt. Aber hier unten ist der Dschungel, also lohnt sich's doch ein bisschen. Ich bin gespannt, auf welcher Seite der Meteorit ist. Das hier wird eine längere Folge. Wahrscheinlich, weil ich mach noch die Meteoritensachen. Aber mit dem klebrigen Dynamit sollte das klappen. Aber dass das Teil hier 70 Schaden macht. Yeet! Gobi! Boing! Yeet! Ach, das ist cool, das ist cool. Yeet! Wenn wir die Meteorit-Sachen machen, können wir auch direkt so viel von unserer Liste abhaken. So, die Hermes-Boots und so können weg. Oh, das Sternkraftband und das hier kann man auch zusammen kombinieren. Kombiniere. Und ey, wenn der Meteorit jetzt nicht hier gleich auftritt. Oh Gott. Kann der in den Ozean? Oh ja, ich laufe ja viel schneller auf Sand. Das ist ein Plus. Nein, anscheinend ist er nicht hier. Und ich glaube, ich muss mich töten. Denn ich habe... Achso, das muss ich euch noch zeigen. Ich habe ein bisschen gefangen und Goldsachen. Du verkaufst nichts Besonderes. Wenn wir schon mal hier runtergehen, können wir auch direkt mal gucken, was hier so ist. Ey, wenn der Meteorit hier ist. Das glaub ich nicht sehr. Was ein Scheiß. Korallen brauchen wir auch noch sehr viel. Also. Korall. Wow. Das ist viel. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, dadurch, dass ich Fackeln platziere, wird der Boden ungerade. Okay.
Das war's mit mir. Boop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jenny ist ertrunken. Und ich weiß, ich habe einen Rechtschreibfehler in meiner Welt. Da steht nicht Jenny, sondern Johnny. Also ohne Y. Aber ändern kann ich es jetzt nicht und möchte ich auch nicht. Truly, truly outrageous. Outrageous. Flamingo, go, go, go. Haha. Renn, Flamingo. Renn. Ja, die Welt von Terraria, ist sie nicht schön? Ist sie schön? Nicht. Yahoo! 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 Ich bin immer noch ein Toad. Ich fände es cool, wenn im Schneebiom der reingefallen ist. Ich finde das cool. Ich frage mich, ob beim Meteorit auch was Neues kommt. Hallo Mechanikerin. Soweit ich weiß, möchte die Mechanikerin im Eisbiom gerne sein. Also von wegen Happiness und so. Oh, ja, ja, das ist natürlich cool. Aber mein Problem ist halt, ich habe noch nicht hier einen Obsidian-Schädel. Warte, was? Nein, komm schon, sag mir. Können Bomben das zerstören? Coral Torch, okay. Können Bomben das zerstören? Nicht mehr? Wieso können die das nicht? Das konnten die doch früher alles. Wie viele brauche ich, um das zu erkunden? 100. Okay, wenn ich 100 gesammelt habe, kann ich hier weg. Aber das ist doch Torture. Echt jetzt? Oh, ich kann auch einfach... Auch praktisch. Naja. Das ist wirklich nervig. Echt jetzt. Die können das doch nicht machen. So, ich werde hier eine gerade Linie ziehen. Weil dann kann ich alles, was da ist, abbauen. Wenn ich darunter stehe, werde ich dann auch Schaden nehmen? Nein. Wenn ich 100 habe, kann ich hier weg. Aber ich frage mich echt, wieso haben die das rausgenommen, dass man das nicht mehr mit Bomben zerstören kann? Ach, Relogic muss man nicht verstehen. Eins, zwei, drei, vier und weg mit uns. Ja, ich habe kein Mittel, um mich zu teleportieren, weswegen. Boop. Und dort. Jenny konnte das Feuer nicht löschen. Haha. Wow, passiert. Wo haben wir denn Meteoriterz? Gehen wir einfach hier unter Blöcke. Sollte hier sein. Dö, dö, dö. Hallo. Oh, das ist. Screenshot. Screenshot. Ich frage mich, wie viele hiervon brauchen. Um die zu erforschen. 25. Wir brauchen echt nur 25. Okay, dann brauchen wir auch nicht. Ah, Meteoritenrüstung. Endlich. Übrigens, die Waffe hat einen neuen Sound. Könnt ihr euch gleich anhören. Meteoritenkugeln können wir unendlich von machen. Ich mach mal den Sound ein bisschen höher. Das ist cool. Aber nicht cool ist, dass das hier so wenig Schaden macht. Autopause natürlich an. Meteoritenrüstung nehme ich viel lieber rein. So. Boop. Bob.
Beb. Dann dazu hole ich auch direkt noch hier, wie heißt's? Juwele. Denn dann kann ich das hier machen, das hier machen, das hier, dort da, dort hier. Der geht verdammt weit. Und nicht zu vergessen, dort hier. Dort her. So, das rein damit. Rein damit. Wie viel Schaden macht das? 27, okay. Rein da. Die brauchen wir nicht mehr. Rein da. Rein da. Rein da. Diamanten und so brauchen wir auch nicht mehr. Und die... Oh! Wow. Das müssen wir definitiv jetzt mal testen an etwas. Hm. Sterne, 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 Sterne. Wo sind Sterne? Hier sind Sterne. Den Eye of Cthulhu Spawner müssen wir auch noch machen. Ah, ne, haben wir doch. So, jetzt mache ich es mal Nacht. Das war leicht. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's für Terraria für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde auf jeden Fall weitersuchen. Ich werde nicht direkt aufgeben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like, ja, Abo würde mich auch freuen und bis dann und ciao, Leute.